Ich sehe, ich glaube, da ist er, Leute. Ich glaube, er kommt zum Sehen. Ja, da ist er. Ah. Okay. Maximale Baudichte beträgt 319. Kann ich dann da drauf, Leute? Da müssen wir jetzt mal nachsehen. Kann ich. Ich heb mir den auch mal auf. Wir brauchen den noch öfter. Ein Rüstungsständer platzieren. Ja, das geht. Mist. Ich wollte schon, dass er hier in diese Richtung sieht, Leute. In die negative Z. Nach Norden sieht er. Ja, das ist in Ordnung. So. Und dann, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Also eine fliegende Plattform, Leute. So, ich finde, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Machen wir vielleicht hier noch. Hier ist die Mitte. So, eine fliegende Plattform, Leute. Ich finde, die ist in Ordnung. Kann man so machen, kann man auch anders machen. Die wird wahrscheinlich sowieso kaum jemand sehen, Leute, aber ist in Ordnung. So, und da brauchen wir jetzt. Die darf ja, mit der darf ja nichts passieren. So, Data get Entity at E. Limit gleich 1, Distance gleich einfach mal 10 und Type gleich Minecraft Armor Stand. So. Die hat einen Movement Speed, Leute. Was? Nein, das sollte sie nicht haben. Sie hat sogar ein Gehirn. Okay. Data Merge Entity at E. Limit gleich 1. Distance gleich Punkt, Punkt 10. Type gleich Minecraft Armor Stand. Und das wird jetzt. Leute, ich will einfach so. Attribute. Und da machen wir jetzt hier. Base 0D Name Minecraft Generic Movement Speed. So. Dann in Vulnerable 1B. So. Okay, sonst noch irgendwas? Disabled Slots. Keine Ahnung, das müsste ich mal nachsehen, Leute. Okay, machen wir einfach mal so. So.
So. Er ist unverwundbar, Leute, aber hat die Geschwindigkeit nicht genommen. Wahrscheinlich, weil das sowieso nicht laufen kann. Also, egal, ich hätte mich jetzt gestört, aber egal. So, er braucht noch den Namen Grenzwächter, Leute. Hat er nicht? Doch, hat er. Wow, er hat ihn, Leute. Aber er wird nicht angezeigt. Wow, okay. Er heißt Grenzwächter. Wir können auch noch einen Tag machen. Tag at E. Damit gleich ein. Gleich 1 Distance. 10 nehmen gleich Grenzwächter. At FG Guard. So. So, es müsste jetzt also auch wieder funktionieren, Leute, mit den Funktionen schon mal. Safe Positions. Wow. So, und jetzt passt. Jetzt müsste eine Mail. Nein, noch nicht. Wirkt ängstlich. Und zurück bin ich. Also das zählt als NG-Guard, Leute. FG-Guard. So, also das funktioniert schon mal. Unverwundbar ist er auch. Wenn ich mit dem Schwert an. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen, Leute. Okay, wir müssen alle Befehle nochmal neu machen. Wir müssen jetzt mal den Armos dann wieder neu setzen. Uff. So, hier. Ich glaube, jetzt hat er eine andere Rotation. Egal. So. Das da. So, ich mache die Rotation auch noch mal, Leute. Rotation 0F, 0F. Ja. So, Grenzwächter heißt er ja. Dann jetzt wieder den Tech FG Guard. Jetzt wieder. Können wir wieder testen? Ja. Funktioniert, gilt als FG Guard. Und er müsste, wir können jetzt nochmal hier die Daten holen von dem. Er ist der Grenzwächter. Er hat die Tag, den Tag. Okay. Ansonsten. Wir könnten No Baseplate machen, Leute. Da würde es fast wie. Jetzt muss ich erstmal testen, Leute. Ups, das war falsch. Okay, es ging nur, weil ich im Creative-Modus war, Leute. Er ist unverwundbar. Okay. Dann hätte ich jetzt gerne noch eine No-Base-Plate, Leute. No-Base-Plate 1B. Jetzt ist die nämlich weg.
Okay, es sieht aus, als würde er schweben. Sie ist einfach nur unsichtbar geworden, Leute. Er wurde nicht runtergesetzt. Also, sie wurde nicht komplett weggenommen. Aber egal. So, und jetzt. Rüstung. Kampf. Es müsste hier irgendwo angeblich auch wieder neue Verzauberungen geben. Dachte ich. Ich dachte, das Creative Menü hätte inzwischen die Verzauberungen. Offenbar nicht. Naja, zumindest die Zauberbücher wären hier alle. Okay, Leute. Wie genau hatte Leoscha sich das nochmal gewünscht? Hochgelegene Plattform haben wir sich. Da er sich konzentrieren muss, diesen Zauber zu sprechen. Ja. Ein verzauberter Rüstungsständer, der vorher ein Dorfbewohner war. Okay, er war mal ein Dorfbewohner, aber ist jetzt ein Rüstungsständer. Okay. Gut, das ist eine Geschichte, die... Ja. Wenn man sie nicht kennt, egal. Also im Endeffekt ist er ein Rüstungsständer. War mal ein Dorfbewohner, ist jetzt ein Rüstungsständer und braucht natürlich noch Rüstung, Leute. Ich würde dann, glaube ich, einfach... Welche Rüstung könnten wir ihm denn geben? Vielleicht einfach nur Lederrüstung? Ein Cape gibt es leider nicht. Waffen, glaube ich, auch nicht. Vielleicht einfach nur Lederrüstung, Leute. Könnte man auch noch einfärben. Eventuell. So, also war früher mal ein Dorfbewohner und ist jetzt verzaubert. Farbstoff, was könnte man dann da nehmen? Grau? Ach, jetzt habe ich neue Rezepte. Hatte ich noch nie grau? Muss ich das jetzt echt hier machen? Offenbar. Ja, das sieht gut aus, Leute. Okay, ich kann ihn auch, wenn ich nicht im Creative-Modus bin, nehmen. Was nehmen wir denn dafür? Wir können ihn ja jetzt einkleiden, wie wir wollen. Er war mal ein Dorfbewohner. Vielleicht eine hellgraue Robe. Wir können ja mal testen. Wenn es nicht gefällt, können wir es ja auch wieder ummachen. Ich glaube, das ist wirklich nur grau. Machen wir lieber weiß. So. Die Schuhe können wir schwarz machen, Leute. Gegen schwarze Schuhe habe ich nichts. Ist der jetzt dann eigentlich... Ja, jetzt sieht es aus, als würde er stehen. Und obwohl das grau ist, lol, das ist weißer Faden, das ist eine Leder und die sieht aus wie eine Eisenrüstung, Leute. Eigentlich wollte ich mir nur einfach nur so ein Hemd, ein weißes Hemd mit Umhang hätte ich mir vorgestellt. Umhang gibt es leider nicht, aber... Und jetzt sieht es aus wie eine Eisenrüstung, lol.
So, wie machen wir das mit den mit der Lederhose? Vielleicht bleiben wir einfach bei Braun. Oder wir machen das auch mit Weiß, um es als Gewand darzustellen, Leute. Er ist ja ein Zauberer. Also schwarze Schuhe, weißes Gewand, eine braune Hose sieht man da noch, Leute. Ein Gürtel hat er natürlich um und einen schwarzen Zaubererhut, so ungefähr. Das hätte jetzt ins Auge gehen können, Leute. Und einen schwarzen Zauberhut hat er so auf. Ich würde das jetzt nicht wirklich verzaubert machen, Leute, sondern das soll so aussehen. Was ich gerne hätte, wäre, dass man eben die Sache nicht mehr wegnehmen kann. Ich google mal, ob das geht. Okay, es gibt einen Remove und einen Replace Flag. Mal sehen, ob wir das hier irgendwo sehen. Er plötzlich Rüstung, Leute. Null Rüstung. Movement Speed, Toughness, null. Wir könnten ihm halt einen. Geil. Oh, geil, Leute. Wir könnten ihm einen Debuff-Stab geben. Wie geil. Das machen wir nachher noch, Leute. Armor-Items. Gibt's nicht. Okay, wie machen die das? Disabled Slots Tag. Disabled Slots. Das hatte ich vorhin, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Da oben. Und auf was muss man das setzen? Ich google das mal, Leute. Hier, Disabled Slots. Jeweils 5 Bits der ersten 3 Bytes markieren, welche Gegenstände des Rüstungsstandes nicht platziert, verändert oder aufgenommen werden können. Kombinationen werden durch Addition dargestellt. Eine Bitmaske also. Beispiele werden 17 verhindert. Ja, das Beispiel. Okay. Die Summe aller Werte bedeutet, dass kein. Okay, die Summe aller Werte. Kopiere ich mir gleich mal. Schön, dass du das für mich ausgerechnet hast. Vielen Dank. Okay. So, wo war das nochmal? Hier. Disabled Slots. Disabled Slots. 203. Ja, er hat die richtige Zahl genommen. Super. Hätte ja auch sein können, dass es als. Dass hier Basis was anderes ist, ein Byte oder Short oder sowas, und dass er hinten nicht genommen hätte, Leute. Aber zum Glück nein. Das heißt, ich kann jetzt nichts nehmen. Wunderbar. Und ich kann auch zum Beispiel meine Schuhe hier. Wunderbar. Das funktioniert, Leute. Gut, dann jetzt den Debug-Stab. Minecraft Debug-Stick ist das. Brauche ich aber nicht hier.